Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Speedbuild. Ich freue mich drauf, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass wir nun zusammen ein weiteres Haus bauen werden. Wir sind hier unverkennbar noch immer in A New Crest und ich bin so ein bisschen in der Zielgerade, tatsächlich jedes Grundstück hier mit einem Haus bestückt zu haben. Und hier entsteht eben auch entsprechend wieder ein doch etwas größer geratenes Familienhaus für eure Sims. Das Besondere an diesem Haus, ihr könnt es schon so ein bisschen im Titel erahnen, es hat was mit Magie zu tun. Ja, die neue Sparked Challenge ist momentan verfügbar. Noch bis zum 2. November könnt ihr also dort entsprechend Häuser einreichen oder Stories oder auch Sims, die alles was mit übernatürlichen Kreaturen zu tun haben. Und das habe ich mir natürlich auch direkt zum Anlass genommen, hier ein Haus zu erstellen und dass ich auch mal an der Spark Challenge teilnehmen werde. Die letzten beiden habe ich tatsächlich nicht mitgemacht, weil irgendwie hat es nicht so gepasst oder ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, das war zeitlich auch nicht so, ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher. Aber auf jeden Fall, ja, jetzt hatte ich die Zeit und ich habe mir gedacht, komm, jetzt machst du da auch mal mit. Einfach aus Spaß und mal gucken, was daraus wird. Wie gesagt, die aktuelle Spark Challenge hat halt so ein bisschen was mit Kreaturen zu tun. Und dadurch, dass ich natürlich der Häuslebauer bin, musste auch ein Haus entsprechend her. Es gibt an sich großartig jetzt nicht unbedingt Regeln, sage ich es mal so. Was jetzt nicht erlaubt ist, sind beispielsweise Mods. Ihr dürft also auch den Tool-Mod oder auch das rote Brett nicht benutzen. Deswegen habe ich das jetzt hier in diesem Haus auch tatsächlich nicht benutzt. Genau, ansonsten ist halt entsprechend alles erlaubt. Also ihr dürft euch kreativ austoben, ihr dürft alle Packs verwenden, alle Welten verwenden. Also alles ist möglich. Es sollte halt tatsächlich nur auch was mit Kreaturen, mit was Übernatürlichem zu tun haben, weil das ist natürlich letztendlich die Herausforderung, die Challenge davon. Es gibt viele, viele Häuser, viele, viele Kreationen, die tatsächlich nichts mit der Challenge zu tun haben. In der Galerie momentan. Viele nutzen halt jetzt momentan die Möglichkeit, das bei Sparked einzureichen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um Downloads zu bekommen, um Follower zu bekommen, was natürlich relativ schade ist, weil dann die tatsächlichen Kreationen ein bisschen untergehen, die irgendwas eben tatsächlich mit dieser Challenge zu tun haben. Das heißt also, bitte nutzt diesen Hashtag oder benutzt diese Möglichkeit, dort was hochzuladen, nicht einfach so aus nach dem Motto, ach Kopf, ich habe hier ein Schwimmbad hochgeladen, das finde ich ganz toll, ich reiche das mal bei der Sparked Challenge ein, obwohl es eigentlich gar nichts mit der Challenge zu tun hat. Also das ist nicht wirklich sehr schön, macht dann nicht unbedingt sehr viel Spaß. Deswegen, falls ihr das vorhabt, lasst es bitte einfach. Aber wenn ihr dann natürlich was Übernatürliches gebaut habt, dann reicht es sehr gerne mit bei der Challenge ein. Ich bin gespannt, was ihr alles noch so bauen werdet. Ich habe schon so einige Kreationen gesehen und ich bin gespannt, was ihr dann letztendlich zu meiner Kreation noch sagen werdet. Ja, im ersten Moment ist das ganze Haus natürlich nicht sehr magisch. Zumindest von außen sieht man es nicht so wirklich. Aber das war ja auch der Sinn der Sache bei diesem Haus hier. Ich habe mir, wie gesagt, auch wieder hierbei so eine kleine Geschichte ausgedacht, letztendlich, wie das Haus entstanden sein könnte und wer die Bewohner sind. Und wir sind hier in Newcrest, wir sind in der Vorstadt. Und ja, entsprechend wollte ich jetzt hier was ich, Kristallhaus hinsetzen, was man von außen direkt als magisch erkennt, sondern es war so ein bisschen die Idee dahinter, dass ich ein ganz normales, plumpes Vorstadthaus baue, was man von außen also nicht wirklich als magisches Haus entdecken könnte oder bemerken könnte und dass dann im Innern aber dann tatsächlich die Magie stattfindet, mehr oder weniger. Und deswegen gibt es im Keller. Dort habe ich ja, die Magie spielen lassen. Wir haben dort zwei sehr große Räume, entsprechend, wo eure Sims sich ein bisschen austoben können, wenn es um Hexerei, Magie etc. geht. Und das ist eben auch so ein bisschen diese Geschichte dahinter, dass wir hier eine Familie haben, die eigentlich Magier sind, aber die es eben von, ja, nicht, sich nicht zeigen wollen. Sie wollen von außen nicht erkennen lassen, dass sie tatsächlich Magier sind, dass sie
magische Kräfte haben, dass sie zaubern können. Und das war so ein bisschen hier die Geschichte dazu, eben entsprechend, dass man es von außen nicht erkennt, ne, aber im Dunkeln, im Geheimen sind sie dann eben tatsächlich Hexen. Erinnert mich so ein bisschen jetzt zum Beispiel bei Charmed, ne, da hat man eben auch, ne, die Charmed-Schwestern waren nach außen hin komplett normale, in Anführungsstrichen normale Bürger und haben dann so ein bisschen im Verborgenen gekämpft, mehr oder weniger, und mussten sich dann so ein bisschen zurückhalten, dass die normalen Bürger eben die Magie nicht entdecken. Und ja, so ist das eben auch bei diesem Haus hier gedacht. Und das ist so ein bisschen, wie gesagt, die Geschichte dazu, auf dem ersten Blick nicht zu erkennen, dass es eben tatsächlich ein Magiehaus ist, aber dann auf dem zweiten Blick, da ist es zu erkennen. Und das Besondere ist, ich muss natürlich irgendwie den Zugang finden, dass die Sims dort hingehen können, in ihre magischen Räume. Es gibt zwei Türen, die wir haben, die so ein bisschen versteckt sind. Also das sind, von der einen Seite sind es normale Türen, auf der anderen Seite sind es halt entsprechend Bücherregale. Die habe ich im Keller benutzt für einen Raum, dass man eben in den tatsächlichen richtigen Raum, Magieraum reinkommt. Für das Runtergehen, die Treppe, muss ich natürlich auch irgendwie in gewisser Weise verstecken, weil es kommt natürlich ein bisschen blöd, wenn man jetzt da eine Treppe stehen hat, du gehst runter und dann ist da nichts, weil es da irgendwie versteckt sein sollte. Und deswegen habe ich die Treppe an sich, die man runtergeht, auch nochmal versteckt. Und zwar habe ich da wie so eine Art kleinen Kleiderschrank gebaut. So wie man, ich weiß gar nicht, das war doch, wo war das? In Narnia? Ich glaube, in Narnia war das doch so, dass die Kinder dann durch den Schrank gegangen sind, wo so ein Portal war. Und dann sind sie in die magische Welt reingekommen. Und so habe ich das ungefähr auch gemacht. Ich habe da also eine Tür hingesetzt, auf der anderen Seite sind so diese Garderoben, und dann eben entsprechend habe ich da zwei Fenster vorgesetzt, dass man so ein bisschen erkennen kann, okay, hier ist irgendwie so ein Wandschrank, aber die Sims können da drum rumlaufen und entsprechend unten in den Keller rein gelangen. Ja, so eben entsprechend, dass man nicht sieht, dass hier tatsächlich irgendwo noch was runtergeht in den Keller, damit das alles schön versteckt ist und eure Sims nicht entdeckt werden, wenn sie da unten irgendwie im Kessel ihre Zaubertränke anrühren. Genau. Das Haus selber, wie gesagt, ist auch ein bisschen größer geworden. Also wir haben hier jetzt die große Küche beispielsweise. Es gibt noch im Erdgeschoss das Esszimmer. Es gibt ein Wohnzimmer. Wir haben ein kleines Badezimmer und einen, ja, ich komme gleich drauf. Moment. Und ein Büro. Mein Gott. Genau. So ein kleines Büro-Lesezimmer entsprechend. Und im oberen Stockwerk, dort haben wir ein Badezimmer und vier Schlafzimmer. Wir haben das Elternschlafzimmer. Wir haben jetzt hier beispielsweise ein Kinderzimmer für zwei Sims. Also da sind zwei Betten drin, auf jeder Seite eins. Das hier habe ich jetzt wieder so ein bisschen in Richtung, ja, Star Wars, Roboter eingerichtet. Und es gibt dann noch ein weiteres Zimmer, wo dann ein großes Doppelbett drin steht. Das wäre dann vielleicht eher für den Teenager gedacht. Und wir haben noch einen weiteren Raum, wo ich das Kleinkindbett reingepackt habe und eine Babywiege. Das heißt also, ihr müsstet natürlich, wenn ihr mehr Sims haben möchtet, was natürlich möglich ist, so ein bisschen gucken, wer wohnt wo, wo kann man noch wen unterbringen. Also ja, so ein bisschen ist noch Platz vorhanden, aber man muss es ein bisschen klug aufteilen, mehr oder weniger. Natürlich gibt es auch noch einen Garten, keine Frage, der ja, ist gar nicht so groß tatsächlich. Ich habe da so ein bisschen was abgesteckt, dass ich eben nicht so viel Garten habe. Im Garten haben wir einen großen Pool, wir haben eine kleine Barbecue-Ecke und so ein paar Spielgeräte für die Kinder, dass sie da also auch so ein bisschen klettern können und rutschen können. Und dann natürlich, klar, ne, der große Keller. Dort haben wir, wie gesagt, den großen Magieraum, der mit entsprechend für den, na, wo der große Kessel ist, wo eure Sims die Zaubertränke anrühren können. Wir haben einen kleinen Garten im Keller. Ich habe tatsächlich selber noch nicht Pflanzen im Keller gezüchtet. Aber ich meine, Daniel hat es ja auch in der Bunker-Challenge gemacht. Klar, also müsste es auch funktionieren, dass eure Pflanzen dort auch groß werden und wachsen. Also da gibt es eben so ein bisschen, dass eure Sims dort auch die magischen Kräuter etc. anbauen können.
Und wir haben jetzt hier auch schon direkt, wie ihr sehen könnt, noch einen weiteren Hobbyraum, mehr oder weniger. Ich habe den so ein bisschen gestaltet als Lagerraum, wo so alles Schnickschnack drin rumsteht, aber natürlich auch entsprechend, dass man ja hier so ein bisschen was für die Fähigkeiten machen kann. Wir haben hier aus Nachhaltig Leben diese Kerzen, ich weiß gar nicht, wie es richtig heißt, Kerzenmachstation, ich weiß nicht, wie das Ding richtig heißt, diese Kerzenstation. Wie auch immer das heißt, ich weiß es gerade nicht. Also wir diese Kerzenstation haben wir hier und wir haben diese Brausemaschine. Gott, ist das blöd, wenn man den Namen davon nicht kennt. Ja, diese Limonadenherstellmaschine oder was auch immer das. Ja, peinlich, aber ja, wir haben diese Limonadenmaschine dort. Das heißt, eure Sims können hier auf der einen Seite Limonade machen, auf der anderen Seite können sie Kerzen machen. So, dass wir also auch hier so ein bisschen was für die Fähigkeiten haben. Ich habe im oberen Bereich auch noch eine Staffelei platziert. Natürlich den ein PC haben wir auch. Ja, also dass wir so ein bisschen was haben, damit eure Sims die Fähigkeiten lernen können, was natürlich auch nicht verkehrt ist und natürlich auch fürs Gameplay gar nicht mal so schlecht ist, denn ja, das muss natürlich auch vorhanden sein, ne? Dass eure Sims hier so ein bisschen was lernen können und sich vielleicht dadurch ja, neues Hobby und vielleicht eine Arbeit erleichtern können, braucht man natürlich auch dafür. So sieht es aus, genau. Ja, das ist der Rumpelkeller und Hobbyraum, mehr oder weniger. Und dann kommen wir auch schon in das große, in den großen Raum, wo die Magie stattfinden wird. Genau. Was gibt es jetzt dazu zu sagen? Eine gute Frage. Wir haben, wie gesagt, hier einen großen Raum. Wir haben natürlich entsprechend den Hexenkessel dort in der Mitte platziert. Ich bin so ein bisschen am Rumgucken, was wir jetzt hier an Steinen drin verwenden können. Ich wollte es nicht zu hübsch aussehen lassen, weil es ja doch irgendwie eigentlich ein Keller ist. Also eine große Vertäfelung fände ich da jetzt irgendwie unpassend gewesen. Ich wollte aber auch nicht die absolut schlimmsten Backsteine dahin packen, weil es natürlich schon noch ein bisschen, ja, doch noch ein bisschen wohnlich sein soll, weil es natürlich dort, wo die Magie stattfindet, wo eure Sims vielleicht auch ein bisschen viel aufhalten werden, Bücher lesen, Magiebücher lesen werden, etc. Und das muss also auch so ein bisschen hübsch aussehen, keine Frage. Genau, wir haben, wie gesagt, den großen Kessel hier, eure Sims können dort die Tränke anrühren. Auch so ein bisschen gestaltet natürlich mit den mit diesem großen Kreis in der Mitte. Wir haben ja drei unterschiedliche Häuser bei dem Magie-Add-on und dort sind eben auch jetzt hier, wie man sehen kann, alle drei Häuser vertreten mit ihren entsprechenden Symbolen. Gott, die Sims 4, wie heißt das denn nochmal, die Erweiterung? Ja, ich hab's gleich. Scheiße. Nein, wie heißt die Erweiterung von der Magie, von der Magie-Erweiterung? Ich weiß es nicht. Ich weiß tatsächlich gerade nicht, wie die Erweiterung heißt. Auf jeden Fall die Magie-Erweiterung. Genau, da haben wir halt drei Schulen, nennt sich das dort. Einmal eben, ja, und jede dieser Schule hat entsprechend ein Symbol. Und das finden wir hier in diesem Kreis wieder. Und natürlich passend dazu gibt es auch das Hexenbuch. Es ist natürlich jetzt ein Objekt aus Die Sims 4 Vampire. Leider gibt es bei Die Sims 4, bei der Magie-Erweiterung, kein richtiges Buch. Also bei Die Sims 1 damals konnte man zwei unterschiedliche Bücher bekommen. Das eine war eben so eins wie jetzt hier auf so einen schönen Ständer drauf, ne, so ein bisschen alte Seiten etc. oder ein relativ modernes. Und dort konnte man sich die ganzen Zaubersprüche auch anschauen. Das sah also wirklich richtig, richtig cool aus. Und das war eben sehr auch schade, dass es bei Die Sims 4... gucken, sehe ich das jetzt hier? Nee. Bei der Magie-Erweiterung eben entsprechend nicht mit vorhanden war. Deswegen müssen wir uns hier ein bisschen behelfen und ja, auf anderes zurückgreifen. Und genau. Ich habe überall so ein bisschen was verstreut. Auch eine Zauberstäbe gibt es überall zu finden. Wir haben entsprechend so ein paar Zauberbücher schon mal, die ich hier verteilt habe. Natürlich werden eure Sims später irgendwann mal in die Magiewelt rein müssen, um vielleicht ein bisschen mehr zu ja, mehr zu kaufen, mehr zu lernen. Es gibt ja die drei Weisen davon, die ihr dann treffen müsst und euch so ein bisschen was beibringen können. Ach ja, ich habe hier auch die, diese kleinen Beschützer,
nenne ich es jetzt mal, ich weiß nicht, wie es im richtigen, richtig Sims heißen, habe ich ja auch überall so ein bisschen verteilt, ne? Reich der Magie, mein Gott, so heißt das Ding. Jetzt habe ich es gesehen. Die Sims 4, Reich der Magie. Na, das, wir haben schon so viele Erweiterungen, dass man mittlerweile nicht mehr richtig hinterherkommt. Wie heißt das jetzt eigentlich? Und zumal es ja auch irgendwie nicht so wirklich einheitlich ist, wie die deutschen Übersetzungen sind. Ne? Also ich meine jetzt die neue Erweiterung, die jetzt bald kommt, heißt ab ins Schneegestöber oder wie auch immer. Bin ich ganz sicher. Gott, ich hab's heute echt. Ich bin irgendwie, ist ein bisschen schon ein bisschen peinlich fast. Aber ja, also es gibt keinen einheitlichen Faden, wie die Erweiterungen teilweise benannt werden. Zumindest im Deutschen nicht. Und die deutschen Übersetzungen sind teilweise dann doch ein bisschen sehr creepy. Deswegen kommt man da schon mal ganz gut durcheinander, glaube ich. Was ich festgestellt habe, und deswegen bin ich so froh, dass es das gibt, einrichten ohne das rote Brett, was ja hier in dieser Challenge nicht erlaubt ist, das ist ganz schön schwierig. Ich weiß nicht, wie wir da früher mit zurechtgekommen sind, aber ich habe gemerkt, dass es so viele Objekte gibt, die sich nicht auf Oberflächen platzieren lassen und die dann auf die richtige Größe bringen, ist schon nicht unbedingt einfach. Deswegen habe ich auch gar nicht so viel Schnickschnack hier drin verbaut, weil vieles davon eben entsprechend einfach nicht funktioniert hat. Zum Beispiel eben diese Zauberstabkästen. Mit dem roten Brett hätte ich die einfach dorthin platzieren können, aber mit so muss ich sie entsprechend mit den Tasten hochleveln, dass es eben irgendwie passend ist. Also es ist nicht ganz so schön tatsächlich. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass es dieses rote Brett gibt und dass wir damit arbeiten können. Ist übrigens in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne rein, wenn ihr es auch haben wollt. Ihr könnt es ja benutzen, wenn ihr nicht gerade die Sparked Challenge macht oder entsprechend... ihr könnt es eigentlich auch benutzen, es wird wahrscheinlich nicht sehr groß auffallen. Also ich meine, ich glaube, außer die Benutzung des Tool-Mods teilweise wird es nicht unbedingt auffallen, wenn ihr das rote Brett benutzt habt. Aber gut, wenn man schon die Challenge macht, dann soll man es auch wenigstens nach den Regeln spielen, finde ich. Und deswegen habe ich es eben nicht gemacht. Aber wie gesagt, es ist nicht unbedingt einfach, die Sachen vernünftig zu platzieren, wenn eben entsprechend man das rote Brett nicht hat. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es das gibt und wird auch weiterhin benutzt. Ich hoffe, dass es auch weiterhin verfügbar sein wird. Also auf jeden Fall, wenn ihr sehr viel am Bauen seid, ist das ein Objekt, was ihr unbedingt braucht, weil das so toll ist. So. So viel dazu. Genau. Ja, jetzt kommen hier überall noch so ein paar Zauberstäbe rein, damit eure Sims auch schon direkt schön loszaubern können. Von jedem ein bisschen, von allen mal etwas, ne, von den Zauberstäben. Genau das gleiche gibt es auch mit den Zauberbesen. So eine kleine Kollektion hier habe ich da zusammengestellt. Wie gesagt, es soll ja so sein, dass das Haus schon Generationen im Besitz ist, immer wieder modernisiert wurde, umgebaut wurde und deswegen haben sich auch eben entsprechend schon der ein oder andere Zauberbesen hier angesammelt, von dem billigsten hin zu dem teuersten Modell. Genau. Ja. Kommen wir jetzt hier zu dem angesprochenen Garten. Ich wollte hier auch eben entsprechend so, dass eure Sims natürlich ein bisschen was an Gartenfähigkeit leveln können und eben hier so ein paar Blumen züchten können für die Tränke etc. Passt natürlich immer ganz gut mit dazu, dass man eben ja bei Magie eben auch Alchemie hat in dem Sinne. Ich meine, bei Harry Potter ist das auch ein ganz großes Feld, ne, wenn man eben bei Professor Sprout dort ja die Fähigkeiten lernt und deswegen gibt es das hier eben entsprechend auch. Was ein bisschen schade war, ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich daran liegt, dass wir im Keller sind, ist, dass die normalen Pflanzen dunkel geworden sind, wenn man sie dort platziert hat. Ich weiß nicht, ob das, ja wie gesagt, daran liegt, dass wir im Keller sind oder ob ich irgendwas anderes falsch gemacht habe. Auf jeden Fall, es war relativ schade und deswegen musste ich halt hier Zimmerpflanzen verwenden, Topfpflanzen verwenden, die dann entsprechend dort ins Grün reingepackt werden. Damit das Ganze ein bisschen magisch aussieht, habe ich hier ein paar Kristalle noch mitverwendet. Vielleicht, ne, warum auch immer, sind die dort gewachsen. Magie ist unergründlich, kann immer was passieren. Und deswegen haben wir dort eben auch so ein bisschen, ja, Kristalle, die dort aus den Pflanzen rauswachsen. Was ich auch immer ganz süß finde, sind diese kleinen Leuchtkugeln. Normalerweise sind diese in den, ich glaube, in den Straßenlaternen in der Welt von Reich der Magie.
Wir haben sie jetzt hier einzeln und können sie so ein bisschen ja, dekorativ verstauen. Ich habe die mal verwendet, also jetzt zum Beispiel diese gelben als Glühwürmchenersatz. Habe ich die so ein bisschen um eine Laterne draußen rumschwirren lassen. Wenn man die ein bisschen verkleinert, ist das ganz schön. Also so ein bisschen der Glühwürmchenersatz macht also auf Fotos auch relativ viel her und fand ich eine ganz süße Idee. Und deswegen habe ich die hier eben entsprechend auch verwendet. So, an der Seite haben wir die Hochbeete aus Nachhaltig leben, da sind sie weg. Das heißt, wie gesagt, eure Sims können hier entsprechend Pflanzen anpflanzen, die ihr gerne haben möchtet natürlich. Wir haben auf der einen Seite jetzt nur dieses Deko-Objekt leider, was wie so eine Pflanzbank aussieht. Ihr könnt die natürlich auch sehr gut ersetzen für diese Blumenbindestation, dass ihr dort eure Sims eben entsprechend Blumen binden könnt, wäre auch noch eine sehr schöne Idee. Ich fand die jetzt relativ dekorativ, weil sie hier einfach hinpasst. Wenn eure Sims natürlich noch eine weitere Fähigkeit lernen wollen, dann wäre es also nicht verkehrt, wenn ihr dort entsprechend eben ja, diese Blumenbindestation hinpacken würdet. Dann können eure Sims noch mehr das Haus mit Blumen vollstellen, was natürlich auch nicht verkehrt ist, weil Pflanzen kann man nie genug haben. Es geht immer noch ein bisschen was. Nur gießen sollte man es nicht vergessen. Sonst ist es ein bisschen traurig für die Pflanzen. Genau. Kommt überall noch ein bisschen Schnickschnack hin. Ne? Darf natürlich auch nicht fehlen. Gerade eben auch jetzt hier, wenn man so im Keller ist, im Magiebereich. Wenn man schon über viele Jahrhunderte hier lebt, dann sammelt sich eben auch einiges an. Und deswegen passt das ganz gut, wenn wir jetzt hier überall noch so ein bisschen mehr Schnickschnack verbauen. Auch wenn wir das rote Brett nicht benutzen können, wir kriegen es irgendwie hin. So, und dann geht's auch gleich schon weiter. Ich weiß gar nicht, was ich als nächstes gemacht habe. Ich glaube, ich habe danach den Garten gemacht. Das ist das Einzige, irgendwie, was noch so ein bisschen am Fehlen ist, der Garten. So, genau, da kommt der Garten. Der darf natürlich auch nicht fehlen. Ich habe jetzt hier noch so ein bisschen was gemacht, damit es eben, ja, von außen eben als normales Grundstück aussieht. Ein kleiner Pool darf beispielsweise nicht fehlen. Den habe ich jetzt hier auch zusammengebastelt. Das ist auch ganz, eine ganz nette Idee. Habe ich auch schon häufiger gesehen, dass man eben einfach ein Fundament baut, dort entsprechend dieses Holzmuster drum packt und so können eure Sims dort eben auch drin schwimmen. Es funktioniert alles, ist also kein Problem. Aber es sieht halt aus wie ein richtiger hoher Pool, ne, was man ja auch ganz gerne mal hat und ist mal ein bisschen was anderes, als wenn man den Pool tatsächlich immer nur in den Boden einlässt. So ist es auch mal eine ganz nette Idee, die es dann so ein bisschen anders aussieht und wo eure Sims den trotzdem entsprechend benutzen können. Eine kleine Ecke fürs Barbecue darf natürlich auch nicht fehlen. Wir haben hier wieder diese große Pergola, die wir bekommen haben mit einem der letzten Gratis-Updates. Die finde ich super schön. Passt eben auch sehr schön hier hin. Ne, wir haben so ein kleines Sonnenschutz mit dabei. Genau. Überall natürlich noch ein paar Pflanzen. Und dann ist das Haus soweit auch schon fertig. Alles zusammengeschnitten auf gut 25 Minuten. Ich weiß gar nicht, wie lange ich tatsächlich für das Haus gebraucht habe. Ich glaube, das waren ja, 3-4 Stunden oder so habe ich an dem Haus tatsächlich doch, glaube ich, gebaut. Also war wieder ein etwas größeres Haus. Ich habe jetzt schon die nächsten Projekte. Ich möchte mal wieder ein Tiny House bauen. Mal gucken, wann ich das umsetzen werde. Weil ich ja jetzt schon die letzte Zeit immer wieder relativ größere Häuser baue. Jetzt hier in Newcrest eben. Wir haben hier relativ große Grundstücke. Und also so mittelgroße Grundstücke. Ich glaube, dieses ist auch ein 30x40 großes Grundstück. Und da passt eben ein Tiny House nicht wirklich so drauf. Aber genau, ein Tiny House habe ich mir vorgenommen. Das soll auch noch kommen jetzt in der nächsten Zeit. Und dann bin ich mal gespannt, was wir sonst noch so umsetzen können hier in Newcrest. Denn wir haben, glaube ich, jetzt noch 3 Grundstücke übrig, die wir auch noch bestücken müssen. Das heißt, 3 Sachen können wir hier noch bauen. Wenn ihr Ideen habt, schreibt die mir sehr gerne in die Infobeschreibung. Quatsch, in die Infobeschreibung. Schreibt ihr mir gerne in die Kommentare rein. So, damit ich jetzt auch ein bisschen umsetzen kann. Ansonsten hoffe ich natürlich, das Haus gefällt euch. Alle Infos zu mir findet ihr in der Videobeschreibung. Das Haus gibt es jetzt zum Herunterladen. EAID ist Eisterritter. Dort findet ihr alle meine Kreationen. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Haus sagen werdet. Und ja, dann sehen und hören wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dann erstmal. Tschüss.